Hallo! Das ist total undurchdacht. Da knibbelst du dich kaputt dran. Na komm. Ja, das ist ja wohl geil. Okay, fett. Richtig fett. Die können wir dann auch schön in so einem. Ist das gut? Das ist super. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Ja, ich habe wieder meine kleine Weitwinkelkamera ausgepackt. Ich habe so das letzte Video bzw. die Kommentare aufmerksam durchgelesen. Die Qualität war definitiv besser, aber so in Sachen Drehen ist so eine Legria halt irgendwie viel geiler. Eigentlich wollte ich mit der A7S drehen, aber die ist irgendwie in Sachen Feuchtigkeit immer noch nicht heile nach unserer letzten Unterwasser-Wasserfall-Aktion. Genau. Heute, ihr seht am Titel, geht es tatsächlich mal um ein Thema, wo ich mich so super lange die letzten Tage mit beschäftigt habe, wo jetzt wahrscheinlich viele sich auch an der gleichen Position sehen, wenn die gerade einen Camper bauen oder Hilfe in Sachen LED-Stripes brauchen. Ich würde sagen, komm, rüber zum Basteltisch. Junge, 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 das ist so ein Thema, wo ich tatsächlich noch nicht wirklich weiß, wo die Reise hingeht. Es ist super kompliziert, so ein bisschen Beleuchtung in den Camper zu bekommen. Ich habe die letzten Tage ein bisschen weitergearbeitet. Ihr habt ja gesehen, in dem letzten Teil, ich habe die Küche eingebaut. Danke, dass da so ein cooles Feedback zu kam. Es war wirklich ein mega Aufwand und ich finde, so als Nicht-Handwerker und Nicht-Schreiner sowas hinzustellen, ist schon ziemlich geil. Ich bin wirklich zufrieden. Ich habe, wie gesagt, die letzten Tage noch weitergebaut und jetzt geht es in Sachen Elektronik bzw. Beleuchtung weiter. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, was hätte ich gerne in diesem Fahrzeug. Im besten Fall hätte ich gerne drei unterschiedliche Systeme, dass ich den Küchensockel, die Küche und den Bettbereich unterschiedlich beleuchten kann, und da hört es bei mir schon auf. Man braucht diverse Anbauteile, es gibt diverse unterschiedliche Stripes, dann haben die Stripes plötzlich 24 Volt, obwohl man 12 Volt System braucht, dann braucht man DC-DC-Wandler, dann braucht man wieder irgendwie einen Adapter, dann laufen manche Systeme über WLAN, manche laufen über Bluetooth und so dieses Gesamtpaket, genau, ganz wichtig ist auch noch, wo ich mich auch tierisch, mit tierischen Heißen gelesen habe, dass die halt diese Memory-Funktion haben. Das heißt, letztendlich wird es ja in dem Fahrzeug über eine Nomatik gekoppelt. Sobald ich also die Türe öffne, sollen diese Stripes mit angehen und dann auch das Licht haben, was ich vorher eingestellt habe. Das ist dann auch nochmal kompliziert. Da sind so viele Faktoren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Aufwand war. Und letztendlich bin ich jetzt bei einem Produkt gelandet, wo ich sage, super teures Produkt von Philips. Ich weiß es nicht. Sind 2 Meter Stripes, kosten, glaube ich, aktuell 37, 38, 39 Euro auf Amazon. Finde ich auch teuer für 2 Meter Stripes, aber das wären so die Voraussetzungen, die einzigen Voraussetzungen, die dieses Produkt erfüllt für diesen Camper im Hintergrund. Jetzt sehe ich allerdings gerade auf der Rückseite ist eine 24 Volt Geschichte. Das heißt, ich brauche definitiv nochmal einen DC-DC-Wandler, weil das Fahrzeug 12 Volt hat und schon wieder nicht funktioniert. Aber ist auch egal. Nee, ich will euch ein kleines, aber feines Video liefern, wie wir jetzt diese Leisten installieren, worauf es drauf ankommen sollte, wenn ihr solche Leisten installieren wollt und welche Leisten es so grundsätzlich gibt. Ich habe auch welche von Amazon bestellt, aber da ist halt die Auswahl auch so gigantisch groß. Und eigentlich ist es ein Video, was jetzt eine Stunde lang sein könnte, weil es halt einfach ein Never-Ending-Talk-Thema ist. Komm, starten wir mal direkt einfach mit dem Vergleichsprodukt. Was natürlich sofort auffällt, ist billig versus teuer. Wir haben identische Farben, so ein bisschen angelehnt an die Professional-Serie, an die super teure 2-Meter-Serie. Hier haben wir sogar 5 Meter drin. Für sage und schreibe 18 Euro. Ja, theoretisch wird es auch funktionieren. Wir haben ein Netzteil mit dabei. Ich weiß gar nicht, was das Netzteil kann. Steht das da drauf? Ja. 12 Volt. Das heißt, die Idee dahinter ist ja schon mal gar nicht schlecht. Dieses 12 Volt Netzteil würde ich einfach abkappen, würde meine Plus- und Minusleitung direkt mit dem Fahrzeug integrieren und hätte dann somit schon mal grundsätzlich die Spannungsversorgung. Dann haben wir so einen kleinen Controller, der dafür sorgt, dass die entsprechenden LEDs, RGB-LEDs, eine Farbe liefern, beziehungsweise halt auch mit dem Handy, was auch immer, womit ihr das steuern möchtet, kommunizieren. Das heißt, ja, in dem Fall ist es, glaube ich, 2,4 GHz WLAN. Wir müssten noch ein WLAN in dem Fahrzeug integrieren. Würde auch passieren, also ich habe ja diesen GigaCube von Vodafone für ein Schweinegeld im Monat. Der kommt in dieses Fahrzeug rein, aber der ist halt auch nicht immer da. Das heißt, man müsste jetzt zusätzlich nochmal so einen kleinen Mini-Router organisieren, der nur halt diese LEDs steuert. Finde ich nicht gut. Ich hätte gerne dann eine Lösung über Bluetooth gehabt, aber gut, das ist jetzt eine WLAN-Geschichte. Dann haben wir eine Menge an Verbindern dabei und wir haben letztendlich einen wundervollen, knistrigen LED-Stripe. Na komm, raus mit dir. Ja, so sieht das Ding aus. Ja, ist auch so eine Thematik, wo man sich dann halt fragt, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, in einem Stripe eingebaut, mit zu wenig Abstand könnte es ziemlich scheiße aussehen. Aber gut, das Set kostet irgendwie, weiß ich nicht, 17 Euro oder so. Das ist okay, ne? Ja, das ist wirklich okay. Ich habe hier noch andere
Strips im Angebot. Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, genau, das ist RGBW. Da geht's dann auch schon wieder weiter. RGB bedeutet Rot, Grün, Blau. Drei Farben haben wir, die können wir dann mischen. Letztendlich, um ein perfektes Licht zu generieren. Auch 16 Millionen Farben angeblich immer. Aber ob das letztendlich so funktioniert, weiß ich gar nicht. Der Punkt an der Sache ist aber halt, dass dieses RGB es nicht schafft, ein ordentliches Warmweiß und ein ordentliches Kaltweiß zu generieren. Dadurch müsste man dann eine RGBWW Leiste nehmen, die dann quasi nochmal ein W mehr hat oder zwei Ws, die dann noch einen extra Chip drin haben, die nur halt dieses warmweiße oder kaltweiße Licht generiert. Das ist so mega facettenreich, diese ganze Geschichte. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so einen Stripe, wo man sagt, der hätte jetzt die Möglichkeit, RGBWW zu machen. Die LED-Abstände verringern sich. Dadurch habt ihr eine homogenere Ausleuchtung auf der gesamten Fläche, weil hier haben wir halt einfach megamäßig viel Abstand. Und hier, ja, immer noch viel Abstand, aber kommen schon mal einer homogenen Fläche, gerade dann, wenn man es in einem Stripe verbaut oder in einem Profil verbaut, schon mal etwas näher. Das Problem an dieser Angelegenheit, bei dieser Angelegenheit, ist allerdings, man braucht wieder einen LED-Controller bzw. mehrere LED-Controller, je nachdem, wie man die steuern möchte. Dann gibt es wieder nur die LED-Controller, die dann WLAN können. Dann gibt es nur welche, die Bluetooth können, die aber dann nur ein Kanal sind. Und um jeden Bereich einzeln zu steuern, ist es halt tierisch kompliziert. Komm, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal beide Dinge anschmeißen hier. Mach mal auf den Hobel. Haben wir irgendwo hier ein Cuttermesser? Guck mal, da können wir schon mit starten. Ja, Lieferumfang ist im Gegensatz zu so anderen LEDs auf jeden Fall schon mal wertiger. Ein ordentliches Netzteil haben wir mit am Start. Wir haben unterschiedliche Adapter. Wir haben einen Verbinder. 1, 2, 3, 6 poliger Verbinder. Und wir haben halt unseren Stripe. Und der Stripe ist komplett vergossen. Super fett und super dick und wir haben 1, 2, 3 LEDs da drauf mit einem Abstand. Ja, das ist identisch. Leute, das ist identisch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr seht es. Aber es ist vom Abstand her identisch. Müssen wir jetzt gleich mal in dem Stripe ausprobieren. Wird echt scheiße aussehen, weil wir dann eine punktuelle Beleuchtung haben. Aber wir kriegen keine ordentliche Lösung, dass wir ein homogenes Licht generieren. Brauchen wir ein bisschen Strom. Reicht das zufällig von hier mit dem Camper Strom? Nein, die Dose ist so kurz. Aber wir haben ja Premium-Dreierstecker am Start. So, ich habe mir jetzt einen kleinen Dreierstecker besorgt. Jetzt können wir mal gucken, ob das Ding halt... Oh, da ist immer noch so ein Pinnchen drin. Das ist natürlich gefährlich jetzt hier. Ne? Nehmen wir lieber eine andere Dose. Jetzt müsste ich das Ding einstecken und dann müsste schon was passieren. Ja, ist ja von der Lichtfarbe schon geil, ne? Da ist jetzt eine grüne Lampe drin, eine grüne LED, aber gut, das seht ihr wahrscheinlich in dem Video jetzt gerade nicht. 1600 Lumen auf 2 Meter, alle 33 cm könnt ihr trennen. Das ist auch so ein bisschen ein Nachteil, bei anderen Stripes habt ihr die Möglichkeit, boah, bin ich hell. Mein Gott, die Stripes wesentlich kürzer abzuschneiden und eine bessere Verbaumöglichkeit zu bekommen. Ja, merkt man jetzt hier schon den Qualitätsunterschied, würde ich schon fast sagen. Also das sieht jetzt schon von den Lichtfarben her sehr homogen und sehr cool aus. Auf jeden Fall seht ihr nur so einen leuchtenden Ring. Ihr seht jetzt, glaube ich, gar nicht die einzelne grüne LED da drin. Ja, das ist schon gut, das ist schon super. Na komm, rein damit. Ja, gut. Ja. Ich muss jetzt erstmal diese Philips-App runterladen, die gibt es im App-Store. Bla 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 bla, wir sind jetzt also quasi in der App hier drin. Ich kann euch das, glaube ich, einsplitten, da muss ich da ein Stückchen, wobei, nee, ich kann das Bild, glaube ich, einfach verschieben. Jetzt könnten wir theoretisch die Lampe hinzufügen. So, Lampen werden gesucht, warte, zack, da hat er das Ding. Jawohl, jetzt ist die Leiste, hat die sich schon mal farblich so ein bisschen verändert und jetzt haben wir die Möglichkeit, natürlich klar, das Ding auf der einen Seite zu dimmen. Ist auch nicht so gegeben bei ganz billigen Stripes. Ach, guck mal, da. Mein Gott. Ja, das ist ja wohl geil. Das wird ja was, ne? Als pink und weiß, kaltweiß, ein typisches Kacklicht, so grün. Boah, die Farben sind brillant, Leute. Die Farben, die knallen auch dermaßen. Jetzt machen wir das gleiche Spiel dann nochmal mit der anderen Version. Boah, ist das geil, oder? Ist das geil? Ist das geil? Ich feiere das weg. Was ist jetzt schöner? Das ist natürlich die Frage. Ja, komm. Also Leute, der Unterschied ist krass. Jetzt seht ihr natürlich so einzelne Punkte und genau das ist das, was ich meine. Wir haben nicht so dieses homogene Licht, aber ich feiere die weg. Das ist super, wir können die über Bluetooth steuern. Das ist halt irgendwie jetzt hier so ein bisschen... Oh, ja, die Farbe verändert sich auch einfach, weil die mal lustig ist oder was. Das ist halt auch... Das ist der Nachteil von diesen China-Dingern. Da gibt es keine Bedienungsanleitung großartig dabei. Sondern ihr habt halt einfach irgendwie so ein bisschen... Ihr könnt euch ein bisschen ausprobieren. Das ist okay.
Das müssen wir jetzt verbauen. Ich muss sehen, jetzt, wie das aussieht in dem Auto. Wir müssen zum Auto. Ja, genau. Warte mal. Ich habe ja immer noch keine Steuerung hier großartig drin. Und es hat sich so ein bisschen was getan. Wollt ihr was sehen? Hinten ist der Bereich auf jeden Fall schon so gut wie komplett fertig. Habe ich, glaube ich, im letzten Teil schon gezeigt. Gefilzt haben wir das Ding, den Tisch haben wir schon eingebaut und hier oben ist schon eine Matratze drin. Es geht langsam dem Ende zu. Ich habe ja gesagt, dieses Jahr will ich definitiv damit fertig werden, weil ab nächsten Jahr so ein paar andere Projekte kommen. Hallo! Ja, schon, ne? Also ist schon gut. Der Auszug für die Dingens ist schon am Start. Für die Kühlbox, den habe ich schon eingebaut hier. Dann gibt es einen Tisch, um letztendlich hier zu sitzen und auch zu essen. Finde ich auch total gut, in der gleichen Farbe wie die Küche übrigens. Mit dem einschiebbaren Tisch ist auch sehr geil. Ein Bettbereich, yo, ist auch schon am Start. Von Matratzen-Concord, glaube ich. Ich habe so ein paar Shops gefunden, die extra spezielle Camper-Matratzen machen. Leute, haltet euch fest, die Matratze kostet 1000 Euro und ich denke mir so, okay. Matratzen-Concord hat grundsätzlich immer Sommerverkauf, Winterverkauf, totaler Ausräumverkauf. Und da habe ich die jetzt geschossen mit komplett Memory, nicht als Topper, sondern komplett mit so einem Memory. Für die Leute, die es nicht wissen, man packt die Hand da drauf und die Hand bleibt dann quasi da in dem Kissen drin. Das ist super geil, das gibt es als Matratze, das gibt es als Kopfkissen. Und die hat jetzt gekostet, boah, 260, glaube ich, komplett Tutti mit Kopfkissen, mit allem drum und dran. Da habe ich mir gedacht, komm, ganz ehrlich, Cuttermesser genommen, das Ding eingekürzt auf diese Gesamtlänge von 1,74. Und somit gut, Thema erledigt, Bezug geholt, Bezug ein bisschen umgelegt unten drunter und dann ist das Ding durch, ne? Das Bett ist fertig. Ja, jetzt geht's halt nur noch um diese Stripes. Hier hängt schon so eine Leiste. Auf der anderen Seite soll noch eine Leiste hin und hier unten drunter soll der Sockel halt auch beleuchtet werden. Genau, Bedienteile sind auch schon am Start. Da habe ich mir auch einen heißen gemessen hier in dieser komischen Konstellation. So sieht das Teil aus von Victron. Ist noch nicht ganz gekoppelt, also der Multiplus will aktuell nicht kommunizieren. Mit diesem Bauteil hier unten, weiß ich noch nicht warum, vielleicht habe ich das Netzwerkkabel beschädigt beim Einbau, irgendwie um scharfe Kanten gezogen. Ansonsten, ja, Standheizungsbedienteil ist auch schon drin, 5 Grad haben wir. Boah, ist das kalt. Genau, eine USB-Steckdose und dann kommt hier noch das Innomatic-Bedienteil rein, aber da machen wir einen eigenen Teil zu. Heute ist wirklich der Plan der Pläne, dass wir irgendwie mal weiterkommen und uns zumindest mal den Stripe hier installieren. So, dann würde ich sagen, her mit dem Stripe. Jetzt, wo die Matratze drin ist, wird ein bisschen trickiger. Glücklicherweise sind die neuen Bosch-Produkte aufklappbar. Ja, gut, das fällt wahrscheinlich runter, wenn das Ding nicht eingehakt ist jetzt, aber das Ding. Ja, genau, Leute, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie so das Maß treffen, dass wir eine schöne, gleichmäßige Ausleuchtung kriegen. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir haben nicht die Möglichkeit, alle 5 cm diesen Stripe hier zu kürzen, sondern immer nur da, wo die Übergänge sind. Und die Übergänge sind ja hier, wo zum Beispiel die Kontakte sind. Da ist immer so eine Schnittkante eingezeichnet. Ey, wir haben sogar Glück. Nein, das passt sogar fast genau. Genau, da ist die Schnittkante. Sieht gut aus, können wir so lassen. Ja, in Sachen Verkleben wäre natürlich 45 Grad am geilsten. Geht aber nicht, weil da keine Fläche ist, um das aufzukleben. Jetzt könnte man das Ding theoretisch so montieren. Oder man müsste es so montieren. Und ich glaube, wir müssen das Ding letztendlich so montieren, weil wir da oben Schraubenköpfe haben. Das ist also dann nicht mehr möglich, da was drauf zu schrauben, weil wir sonst eine Welle da drin haben. Das sieht halt irgendwie dann blöd aus. Ja gut, Oberfläche ein bisschen reinigen. Ist zwar sauber, wobei, nee, komm, wir machen erstmal dieses Loch da rein. Hätte man sich auch vorher Gedanken zu machen können, aber warum sollte man das auch tun, ne? So. Sag mal, ja, ich glaube, so rum da durch. Ah, guck mal, das sieht gut aus. Bin ich gespannt, wie das Ding gleich aussieht. Was haben wir denn hier so? Alkoholpad mit 75% Alkoholanteil. So. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen der Nachteil, ne? Dass man jetzt hier alle 2 cm gefühlt die Schutzfolie von dem Kleber abziehen muss. Boah, ist das nervig, ey. Mein Gott. Das ist total undurchdacht. Also ich sag mal, wenn man an den Schnittkanten jeweils einen Break gemacht hätte, aber das ist so sinnfrei, da knibbelst du dich kaputt dran. Und damit er nicht langweilig wird, habe ich noch die passende Leiste, die da drüber kommt letztendlich. Ja, cool. Ach, guck mal. Ja, das ist okay.
Da können wir mit leben, würde ich sagen. Jetzt müssen wir hinterher nur noch gucken, wie wir das Ding verkabeln. Aber irgendwie kriegen wir da schon eine Lösung für hin. Der Stripe, der jetzt hier übrig ist, das ist auch eine gute Länge. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Ohne ein entsprechendes Netzteil geht da, glaube ich, gar nichts. Müssen wir einfach mal tüfteln. Komm. Ja, jetzt müssen wir uns noch was einfallen lassen in Sachen Kabel. Ne? Sollen wir das Kabel hier hinter langlegen? Das ist aber auch Quatsch. Da müssen wir das hier wieder auskanten. Das ist ja sowieso schon schräg ausgekantet. Ich glaube, wir legen das einfach zur anderen Seite hoch. Glücklicherweise, Leute, besitze ich schwarzes Isolierband. Theoretisch könnte man einen schwarzen Schrumpfschlauch drüber ziehen, um halt diese super hässliche, lange Steckverbindung irgendwie andersfarbig zu gestalten. Wir nehmen jetzt einfach ein bisschen schwarzes Isoband und machen mal die Stelle, die man hinter sieht, schwarz. So, jetzt kommt die ehrenvolle Aufgabe, dieses super Klebeband da wieder abzuziehen. Diese Schutzfolie alle 15 cm, weniger als 15, glaube ich. Ja, dann lass uns mal starten, würde ich sagen. Ne? Wo starten wir? Hinten. Geht relativ simpel, aber muss man wirklich sagen. Ich hoffe, dass das hält. Und da jetzt schön verkeilt ist, dass das ja nicht mehr hochgeht. Ja, jetzt haben wir hier unsere Eckstelle. Die müssen wir dann irgendwie... Ja, weiß ich auch noch nicht ganz. Müssen wir mal gucken gleich. So, jetzt muss das Kabel dann nochmal durchgefummelt werden. Ja, das können wir hinterher einfach verstrapsen hier, ne? Das passt, sollte passen. Hier muss gleich noch die Bridge dran, diese komische, diese Breakout-Box. Und dann würde das theoretisch über das Kabel hier laufen. Allerdings ist es jetzt natürlich die 12-Volt-Leitung, die hinten ankommt von dem Steuerteil. Deswegen müssen wir gleich erstmal provisorisch auf 230 Volt verkabeln, weil wir brauchen ja noch diesen Wandler theoretisch. Jo, dritte Leiste. War so die Idee, dass man diese Küchenzeile von unten als Sockel beleuchtet. Das heißt, die untersten Schubladen einmal weg. Zack. Yes, yes, ja. Genau, da müssen wir dann irgendwie durchkommen mit dem Ding. Da müssen wir aber wieder ein Löchlein bohren. Weil das macht jetzt wirklich keinen Sinn, das Kabel in die Richtung zu legen, weil jetzt haben wir den Strom ja theoretisch auf der Seite sitzen. Das heißt, hier unten muss gleich ein kleines Löchlein rein. Also grob checken, wo wir hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall bis fast zum Ende kommen, bis hier. Das heißt, wir haben ein bisschen Überstand, aber das verschwindet einfach im Schrank. Das ist jetzt halt einfach so. Schade, dass die nicht so, dass die im Zuschnitt nicht ein bisschen cooler sind. Perfekt. Stripe Nummer 3. Das können wir dann auch direkt quasi am Ende anlegen und den Rest da einfach durchschieben. Ach, jetzt reiße ich komplett den Kleber mit ab. Ist natürlich auch gut, ne? Also es ist tatsächlich alle 7,5 cm so ein doofer Aufkleber drauf, ne? Theoretisch nur noch dran drücken. Ich hoffe nicht, dass die irgendwann mal abfallen. Ich hoffe, dass die eine gute Klebkraft haben, die Scheißteile. Unterbodenbeleuchtung auch mit am Start. Okay. Yes, das war's. Sehr geil. Müssen wir nur noch gucken, dass wir das irgendwie da mal rausfummeln aus dem Löchlein, weil das jetzt natürlich da unten irgendwo gelandet ist. Ne? Technische Meisterleistung hingelegt, Leute. Absolut super Nummer hier. So, da kommt der Stripe raus. Genau, geht direkt an der Heizung lang. Das können wir theoretisch auch einfach eiskalt hier nach hinten legen. Und jetzt decken wir einfach die Stellen ab, die hier hinten reinleuchten, was natürlich auch irgendwie Quatsch ist, weil wir wollen ja auch nicht die Lüftungsdüsen beleuchtet haben. Deswegen hauen wir da jetzt einfach mal ein bisschen, irgendwie hauen wir da Klebeband drauf. Volt Stromanschluss liegt auf der Seite, da liegt 12 Volt. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal eben ein Steckerchen da reinlegen und die Dinger halbwegs befeuern. So, da wir jetzt das Problem haben, dass wir theoretisch 24 Volt brauchen, muss ich jetzt erstmal provisorisch einen 32 Volt Adapter bauen, beziehungsweise ich habe ihn schon gebaut, damit wir das Ding mal zum Laufen kriegen. Also letztendlich kommt die Verkabelung ein bisschen anders, weil ich über Amazon nochmal so ein paar Teile beziehe, beziehungsweise über einen Großhändler muss ich gucken, wo ich es herkriege, damit wir auf 24 Volt kommen. Ja, das habe ich nicht bedacht. Aber ich bin tierisch gespannt, ob das jetzt funktioniert. Also ich habe hier drei Schokodöschen erstmal mir gebaut, dass wir das einfach mal einspeisen können über Netzspannung. Letztendlich, wie gesagt, läuft das über die Fahrzeugelektronik. Und jetzt müssen wir dann zusehen, dass wir das Zeug hier auch noch verkabelt kriegen. Ist ja relativ simpel. Also Netzteil habe ich am Start. Netzteil Nummer 1. Netzteil Nummer 2. Zwei Schokos nach oben.
klassisch provisorisch verkabelt. Strom müsste drauf sein. Wandler hinten an. Dann haben wir Illuminati, hoffentlich. Plättchen davor. Schön, extra schon die Magneten angesetzt. Klasse. Licht kann erstmal aus. Jetzt stellen wir den auf Inverter. Okay, fett. Richtig fett. Finde ich gut. Ist halt, wie ich gesagt habe, punktuell. Sieht man in der Kamera jetzt nicht so, aber ist geil. Ey, wir müssen. Nee, komm, ich muss das Handy holen. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Können wir uns jetzt hier irgendwie. Geht jetzt irgendwas hier? Nee, jetzt hat er gar nichts. Doch, oh doch. Ist das fett? Das finde ich gut. Erweitert. Lampen. Verwalte Lampen und Stecker. Jetzt können wir nochmal Lampen hinzufügen. Ist das heiß? Oder ist das heiß? Ja, doch, das ist super. Die können wir dann auch schön in so einem. Oh, ist das geil! Schön, ey. Das hat funktioniert. Ach, ist das cool. Das ist richtig gut. Nehmen wir den Sockel, verändern den Sockel, einschalten. Achso, nee, wir müssen auf Lampe gehen. Genau, dann haben wir jetzt Bett. Und Bett können wir dann letztendlich jetzt auch auf. Na gut, das ist jetzt Bett 2. Nee, dann müssen wir wieder auf die Farbe gehen, dass wir die auf schön blau sehen. Oh, wir müssen dann nochmal anders. Ist das gut? Das ist super. Ich blende euch jetzt nochmal so ein Splitscreen ein und dann seht ihr jetzt 3 Punkte auf dieser App. Dann habe ich halt alles, kann ich alles unterschiedlich steuern. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt, dass der Sockel beispielsweise blau leuchtet, dann geht er auf blau. Und die anderen sind dann halt, gehen dann in Richtung warm. Und dann könnte ich theoretisch Bett 2 auch noch von der Helligkeit einstellen. Ist das geil einfach. Das ist geil. Genauso habe ich mir gedacht. Jetzt müssen wir nur noch auf 24 Volt hinkriegen. Jetzt packen wir den Sockel. Der könnte ein bisschen ins Türkise gehen. Dann nehmen wir dann auch mal so ein bisschen gedimmt. Ich würde sagen, ich bin happy. Ja, punktuell ist es, definitiv, kann man jetzt nichts dran ändern, aber ich bin wirklich zufrieden. Das Ding sieht ordentlich aus, der Sockel sieht ordentlich aus, der ist von unten schön beleuchtet und das knallt halt einfach. Das hat ein schönes Wohnambiente und ich muss lächeln. Ich freue mich richtig und würde sagen, das war's mit diesem Video heute. Freitag gibt es vielleicht kein Video, weil wir haben Freitag Heiligabend und ihr wollt ja alle Geschenke auspacken und deswegen macht das, glaube ich, keinen Sinn, was hochzuladen, aber ab nächste Woche geht's wieder los und draußen steht schon das nächste Projekt fürs nächste Jahr. Wer mir noch nicht folgt auf Instagram, kann es gerne tun, beziehungsweise Snapchat. Ich rate ab und zu schon mal so ein bisschen, weil ich es nicht sein lassen kann. Bah. Genau. Hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Auf der anderen Seite könnt ihr ein Video anschauen, was euch vorgeschlagen wird. Und ich gebe jetzt alles hier. Räume ein bisschen auf und schneide das Video von unterwegs, weil ich fahre jetzt noch mal ein bisschen weiter weg. Also haltet die Ohren steif. Sehr geil. Tschüss.